Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin der Mats und ihr seht den ersten Teil des Let's Explains über Sprachursprungstheorien. Woher kommt eigentlich die Sprache? Konnte der Mensch überhaupt aus eigener Kraft eine Art Sprache entwickeln oder muss sie sogar einen göttlichen Ursprung haben? Zu dieser Fragestellung werde ich die Theorien von Condillac, Süßmilch und Rousseau kurz und verständlich erklären. Zu Herders Theorie, die nicht nur die umfassendste, sondern auch ausdrücklich abi-relevant ist, wird in einer Woche noch ein weiteres Video erscheinen. Eins vorweg, das Ziel dieses Videos ist es, ein allgemeines Verständnis der Theorien zu erreichen und kein Detailwissen zu vermitteln. Um es nicht schwerer als nötig zu machen, werde ich dabei komplett auf Konjunktive verzichten, wir sind ja schließlich auf YouTube und nicht im Deutschunterricht. Fangen wir an mit einer der einfachsten Theorien, nämlich der von Johann Peter Süßmilch, einem deutschen Pfarrer, der auch die Bevölkerungsstatistik begründete. Seine Hauptthese aus dem Jahr 1756 besteht darin, dass die Sprache viel zu komplex und geordnet ist, um aus Zufall entstanden zu sein. Sie ist präzise und kompliziert wie ein Uhrwerk und muss folglich durch Vernunft entwickelt worden sein. Süßmilch führt aus, dass der Entwickler der Sprache also schon im Besitz dieser gewesen sein muss, um vernünftig denken zu können. Das wiederum ist nötig, um eine Sprache überhaupt entwickeln zu können. Aus dieser Argumentation ergibt sich also ein Zirkel ohne Anfang, den Süßmilch als Beweis für seine These ansieht. Der Mensch wäre demnach nicht in der Lage gewesen, die Sprache selbst zu entwickeln, daher muss sie ihren Ursprung in einer höheren Macht haben. Etienne Bonneau de Condillac hat 1746, also noch vor Süßmilch, aber eine Theorie entwickelt, die den Sprachursprung auch ohne göttliches Zutun erklärt. Ihm zufolge konnten Adam und Eva sich zwar ihre Gedanken durch die Präsenz Gottes mitteilen, dennoch habe sich die reale menschliche Sprache völlig ohne Gott entwickelt. Dies sei hauptsächlich aus natürlichen Gesten und Schreien geschehen, die durch Erfahrung und Wiederholung immer weiter verfeinert wurden. Seine Theorie verdeutlicht Condillac am gedanklichen Beispiel zweier Säuglinge, die sich nach einer Sinnflut in der Wüste begegnen und noch nie Kontakt zu anderen Menschen hatten. Diese nutzen zuerst instinkthaft unartikulierte Gesten und Naturschreie, um zu kommunizieren. Damit sind sie bereits in der Lage, einander bei Angst oder Schmerz instinktiv um Hilfe zu bitten. Durch Wiederholung verknüpfen die Kinder eben diese Gesten und Schreie mit bestimmten Erfahrungen. Kind A lernt also, dass Kind B Schmerzen hat, wenn es entsprechende Schreie oder Gesten von sich gibt. Nach einiger Zeit entdecken die Kinder, dass sie durch ihre Gesten dem anderen etwas mitteilen können und beginnen damit, die ehemals instinktiven Gesten überlegt einzusetzen, um ihre Emotionen mitteilen zu können. So kommunizieren die Kinder immer weiter und verfeinern dabei ihre Ausdrücke. Noch teilen sie sich hauptsächlich mit Gesten mit, nach einiger Zeit werden die natürlichen Schreie aber artikulierter und gehen in eine Lautsprache über. Die Kinder bemerken daraufhin, dass akustische Töne sowohl komplexer als auch leichter zu übermitteln sind als Gesten. Das führt dann dazu, dass die Gesten allmählich aus der Sprache verschwinden und sich eine gesprochene Sprache etablieren kann. Im Unterschied zu Herder sieht Condillac menschliche und tierische Sprache nicht als von der Art her unterschiedlich an. Condillac schreibt dem Menschen also tierische Triebe und Instinkte zu, während Herder Mensch und Tier grundsätzlich voneinander unterscheidet. Jean-Jacques Rousseau entwickelte ein Jahr vor Süßmilch zwar keine eigene Theorie, machte aber auf die Probleme jeder Sprachursprungstheorie aufmerksam. Diese seien zumeist Zirkelschlüsse und damit nicht plausibel. In den meisten Theorien wird schon vor der Erfindung der Sprache eine bestehende Gesellschaft von Menschen angenommen, die laut Rousseau ohne Sprache allerdings nicht entstehen kann. Sprache kann zwar nur durch Gesellschaft entstehen, Gesellschaft hingegen aber nicht ohne Sprache. Beides bedingt sich so gegenseitig und führt zu einem Zirkelschluss. Rousseau spricht damit ein Problem an, das auch Süßmilch in seiner Theorie aufgreift und als Beweis für den göttlichen Ursprung der Sprache sieht. Zitat Rousseau: Wenn die Menschen die Worte nötig hatten, um denken zu können, so haben sie das Denken noch nötiger gehabt, um die Kunst des Sprechens zu erfinden. Dieses Problem sieht Rousseau aber als lösbar an, denn Gesten und Naturschreie erfordern noch keine Vernunft bzw. Sprachfähigkeit. Da Gesten bei Dunkelheit unwirksam sind, werden sie mit der Zeit von Lauten abgelöst. Diese können sich im Laufe der Zeit dann weiterentwickeln und zur Sprache führen. Rousseau argumentiert hier ähnlich wie Condillac in seiner Theorie. Er stößt aber im Gegensatz zu Condillac auf ein weiteres Problem. Zitat: Es scheinen bereits Worte nötig gewesen zu sein, um sich überhaupt über den Gebrauch des Wortes verständigen zu können. Um sich also überhaupt auf die Nutzung der Lautsprache und feste Wortbedeutungen einigen zu können, hätte man schon über die Sprache verfügen müssen. Diesen Zirkel sieht Rousseau als unlösbar an und zieht daraus die Schlussfolgerung, dass die Sprache unmöglich durch rein menschliche Mittel entstanden sein kann.
Er schließt damit, dass Gesellschaft eine Sprache braucht, während aber Sprache ohne Gesellschaft nicht entstehen kann. Was zuerst da war, wird zwar dem Leser überlassen, die Sprache an sich sei aber definitiv nicht von Menschenhand geschaffen worden. Ich persönlich halte von den drei vorgestellten Theorien die von Condillac für am wahrscheinlichsten, aber welche ist denn euer Favorit? Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und ihr wisst jetzt grundsätzlich Bescheid über drei der vier fürs Abitur bedeutendsten Sprachursprungstheorien. Die wichtigste, die von Johann Gottfried Herder, werde ich wie gesagt in einem separaten Video erklären, das nächste Woche erscheint. Damit war's das soweit von mir. Ich bin der Mats, hoffe ihr schaut euch auch meine klassischen Videos an und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video.